was ganz, ganz, ganz Besonderes. Ich zeige euch das einmal. Und zwar ist das eine Snackbox. Eine Snackbox von Vernasch. Die Welt. Und die ist vegan. Das ist eine vegane Snackbox von Vernasch die Welt. Und ich weiß nicht, was drin ist, aber es ist von der ganzen Welt. Und ich packe sie mit euch aus. Vorab möchte ich einmal gerne auf meine Bio hinweisen. Und zwar, ich spare aktuell für ein besseres Mikrofon und für eine bessere Kamera, damit das Erlebnis der Videos auch für euch noch besser wird. Also ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr meine Links auscheckt und wenn ihr ein paar Euro übrig habt, selbst ein Euro würde mir total viel helfen. Einfach mir per PayPal senden oder gerne bei mir Kaffee. Es ist in der Beschreibung drin und ich würde mich so sehr freuen, wenn ihr mich irgendwie ein bisschen unterstützen könntet. Das würde mir die Welt bedeuten. Und außerdem findet ihr auch dort meine Socials. Also ihr könnt mir gerne bei Instagram, bei Twitter oder bei TikTok könnt ihr mir gerne immer schreiben oder da gerne mal meine Videos angucken. Oder ja, wir können da einfach ein bisschen quatschen. Und ja, das würde mich sehr, sehr freuen. Damit ich weiß, ob euch überhaupt diese Videos gefallen, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, ich würde mich so freuen, wenn ihr wirklich ein Abo dalassen würdet oder einfach einen lieben Kommentar oder auch gerne Kritik. Ich bin gerne für Kritik offen, was ich noch besser machen kann oder was ihr euch gerne wünscht. Ich mache ja meistens Roleplays, aber manchmal mache ich auch sowas. Und ja, jetzt geht's los. Jetzt packe ich mit euch das hier aus.
Onion Rings kommen aus Chicago, USA. English is
ich gerade nicht, was das ist. Wenn wir jetzt gucken, wo das hergestellt wurde, steht das hier drauf. Also schon ein bisschen größer, als wir es sonst kennen. Okay. Oh mein Gott, ich liebe es. Oh mein Gott. Also das erste war sowas Zitronenartiges. Und das war, glaube ich, jetzt der Black Currant. Finde ich, schmeckt ein bisschen wie so eine dunkle Traube. Also wie so eine Weintraube. Also ich finde es übelst lecker. Also schmeckt halt wie die normalen Skittles. Wie so ein Ticken fruchtiger. Und so schmeckt das wie die normalen, ja, wie die normalen Skittles, halt aber größer. Man hat irgendwie ein bisschen mehr davon. Nächste ist Fluffy Stuff, Cotton Candy. Also hier haben wir Zuckerwatte und es ist auch fat-free. Ich muss sagen, ich liebe diese Farbe, irgendwie dieses Blau. Übelst schön, finde ich übelst schön. Seht ihr das? Glutenfrei und es ist aus USA. Es ist aus Chicago. Also Cotton Candy aus USA. Wir kennen ja schon deutsches Zuckerwatte. Deutsche Zuckerwatte kennen wir. Und jetzt lasst mal schauen, wie das denn aus den USA so schmeckt. Eine Weltreise von USA nach Irland, wieder zurück zu den USA. Das war jetzt gerade nicht gut, aber seid ihr auch manchmal so, dass ihr so Sachen mit den Zähnen aufmacht? Ich weiß nicht, manchmal bin ich so. Ich habe gedacht, das wird so getrennt, also das Blaue und das Rote, beziehungsweise das Pinke. Das Pinke und das Blaue ist getrennt, aber nein, es ist zusammen gemötscht. Leute, aber kann es sein, dass das die beste Zuckerwatte ist, die ich je probiert habe? Ich glaube ja. Also ich muss euch sagen, Leute, ich liebe es. Oh mein Gott.
Chips ist echt total süß, eine richtige Zuckerbombe, aber ich liebe es einfach. Oh mein Gott, ist das lecker. Als nächstes würde ich sagen, ich glaube, ich muss was trinken. Hier haben wir einen Aloe Vera Drink mit einer Drachenfrucht. Das wird gleich so spritzen. Alles nur für euch. Also haben wir jetzt eine Weltreise von USA nach Irland gemacht und dann wieder nach USA und jetzt nach Südkorea. In welchen Ländern wart ihr eigentlich schon mal? Ihr müsst mir das verraten. Ich glaube, ich war nur in Europa, aber in sehr vielen Ländern in Europa und sehr oft. Ich liebe es zu reisen oder so Ausflüge zu machen. Oh mein Gott. Okay, das wird safe jetzt gleich so spritzen, aber das müssen wir probieren, oder? Ich habe Angst. Okay. Ist auf jeden Fall ohne Sparkle, ohne Sprudel, würde ich sagen. Oder mit sehr wenig. Lass mal probieren. Aloe-Vera-Stücke drin. Das hat mich jetzt gerade total überrascht. Aber Oh mein Gott. Leute, ich will euch eigentlich auch sagen, dass manche Sachen vielleicht nicht so geil sind, aber ich muss euch sagen, ich pro 100 und die Dose ist 240. Ja, ich habe schon mal Getränke gehabt, da war mehr Zucker drin und die waren weniger süß. Also ich finde es ganz, ganz nice. Also ich würde es auf jeden Fall nochmal trinken. Mega Empfehlung. Das hört nicht auf. Als nächstes haben wir Cherry Cola Bottles. Freezy. Also so Cola-Flaschen kenne ich, aber so mit Cherry habe ich noch nicht so oft probiert. Und besonders nicht vegan. Es ist einfach wirklich vegan. Ich glaube, die ich bisher probiert habe, die waren immer nicht vegan. Und deswegen finde ich ganz cool. Und die kommen aus UK. Also haben
machen wir jetzt eine Weltreise nach USA, Irland, USA, Südkorea und UK, also Großbritannien gemacht. Ja, das Pink könnte ein bisschen intensiver sein. Aber lass mal sehen. Leute, ich will wirklich nicht übertreiben, aber das schmeckt so geil. Vielleicht, weil ich heute noch nichts gegessen habe, aber... Oh mein Gott. Durch und erinnert mich, also der Kirschgeschmack schmeckt schon ein bisschen künstlich, ja, aber irgendwie, ich liebe das, schmeckt so geil und das ist für vegane Weingummis richtig geil, weil es gibt schon einige vegane Weingummis, aber die meisten sind manchmal echt ein bisschen nicht so geil und das schmeckt echt geil. Kennt ihr diese Kirschlollis, die es immer an der Bude gab, immer am Kiosk gab? Kirschlolli. Ich glaube, in einem grünen Stiel, aber ich bin mir nicht sicher. Und die waren halt rot, ne? Wie in so eine Kirsche. Und die schmecken genauso. Also mit Cola, also richtig geil. Vegan. Da sehen wir ein Krokodil. Und heute geht unsere Weltreise wieder zurück nach Großbritannien, denn die wurde in Großbritannien hergestellt. Ich glaube, Blue Raspberry Flavor. Juicy Bites. Ich finde, die sehen so aus, als ob die so Menthol sind, aber hier steht jetzt hier mit Blue Raspberry. Blue Raspberry waren doch Blaubeeren, oder? Ah, hier steht es auch auf Deutsch. Steht es auf mehreren Sprachen, doch auf Deutsch. Bonbons mit dem Himbeergeschmack gefüllt mit Flüssigkeit und dem Himbeergeschmack. Echt Blue Raspberry sind doch aber Blaubeeren, oder? Naja, wir werden es herausfinden. Strange. Schaut mal rein. Okay. Oh, die lassen auf jeden Fall so ein Puder ab. Oh mein Gott, ich... Okay, ich habe die ein bisschen kaputt gemacht. Irgendwie finde ich die total geil und irgendwie denke ich mir so, irgendwie ein bisschen ekelhaft. Ich weiß nicht. Also, aber ich tendiere, also ich finde die irgendwie sehr besonders und die schmecken sehr aromatisch. Das ist so ein bisschen, als ob man ein Parfüm isst. Aber irgendwie auf einer guten Art, aber auch irgendwie nicht. Also ich glaube, ich könnte davon nicht so viel essen, aber...
also irgendwie nehme ich die. Ist es, geht die Reise nach Polen. Und zwar sind das vegane Reiswaffeln mit schwarzer Schokolade. 60%. Okay. Und die sind jetzt aus Polen. Ich bin gespannt. Also wir kennen, glaube ich, schon sowas in der Art. Die kennen wir wahrscheinlich auch, ne? Solange es mit dunkler Schokolade ist, ist es ja auch vegan. Lasst mal sehen. Ich muss mal ein bisschen dran riechen. Ich finde, es riecht so gut. Es riecht wirklich so nach guter Schokolade. Okay. Also ich finde die richtig lecker, aber so ähnlich habe ich schon mal probiert. Ich glaube sehr, also ich finde die Schokolade schon sehr geil. Ist aber eine sehr dunkle Schokolade, wirklich. Aber sehr lecker. Aber ich glaube, ich muss sagen, die anderen fand ich noch geiler. Irgendwie, das war so bisher mein least favorite. Aber auch lecker. Ich mag's. Okay. Als nächstes kommen wir zu Das sieht aus wie so Puffreis. Okay, die sollen anscheinend sauer sein. Finden, aus welchem Land? Aus Pakistan. Oh mein Gott. Okay, die sind aus Pakistan. Also, ich finde, das ist schon echt eine gute Weltreise nach Polen. Jetzt Pakistan. Okay, USA und UK ist zweimal dabei, aber ist ja auch ein wichtiges Land, ne? Da wird ja viel hergestellt, aber finde ich ganz cool, das Design, muss ich sagen. Gefällt mir. Ja. Ganz cool. Dann mal gucken, also die sollen sauer sein. Ich glaube, ich kenne die. Kenne ich die in sauer? Bin mir nicht sicher. Oh. Okay. Also es sind so kleine Kaugummi-Stücke, die dann zu so einem großen Kaugummi werden. Sehr geil, sehr sauer. Ich habe mir auf jeden Fall zu viel im Mund gesteckt, weil ich dachte, das ist so Puffreis. Aber nein, das ist so härter und wie zu Kaugummi, aber auf jeden Fall so ein bisschen was vom Mau an. Aber ich liebe das auch, oh mein Gott. Kommen wir auch zum letzten. Das sind so längere Schlangentrauben, auch vegan natürlich, und die sind aus USA. Made in California. Also wir waren schon in Chicago und jetzt sind wir auch in California. Twister. Mal sehen. Thank you.
sehr lecker. Aber sowas Ähnliches habe ich letztens noch in meinem Spanien-Urlaub gegessen. Da gab es die, glaube ich, mit Kirsche. Und die haben so ein bisschen so eine Reifenkonsistenz. Also ich finde, es gab heute noch geilere Dinge als das. Aber trotzdem auch lecker. Ich finde sehr intensiv den Geschmack von Traube. Sehr geil. Und ich finde, Traube ist auch nicht überall immer vorhanden. In so Süßigkeiten. Und deswegen finde ich ganz cool, ganz top. Dann zum Schluss in der Box ist das dann noch drin. Kleines Rezept. Und die ganzen Produkte, die da drin waren. Steht auch in meiner Beschreibung dazu. Und die Zutatenverzeichnis ist auch dabei. So, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt jetzt auch ein bisschen Hunger, ein bisschen was zu naschen. Ja, also ich sage euch meine Favorites. Das ist zum einen dieser Drink, oh mein Gott, mit diesen Stücken, das war so toll. Onion Beer Rings, die ich hier gegessen habe. Die fand ich mega. Ich habe alles geliebt. Das fand ich sehr speziell, aber einfach klasse. Und auch die mit Cola und Kirsche. Einfach lecker. Also ich bin richtig begeistert von der Box. Die Box hat ungefähr 25 Euro gekostet und was soll ich sagen? Ich kann es euch empfehlen. Ich fand es total lecker. Es hat total Spaß gemacht. Und ja, ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen Spaß gemacht zuzusehen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal.